Hallihallo zur Gruselstunde der Gimpros. Wir spielen heute Slender. Wir fehlen ohne Ende. Ich werde es für euch versuchen. Ich werde es testen. Und ich habe jetzt schon Angst. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis wir das überhaupt gestartet haben. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich habe vielleicht mal zwei Screenshots gesehen und eine Minute Video, in dem ich nur schwarz gesehen habe. Und ich denke mal, wir starten jetzt einfach mal. Also ich habe ja jetzt schon ziemlich Schiss. Vor allen Dingen kann ich das überhaupt nicht ab. Ich habe ja gehört, wie es hier aussehen soll. Und der Enderman aus Minecraft kommt ja daher. Also langgliedrige Viecher. Ich hasse das. Ich weiß überhaupt nicht, was das Ziel von dem Spiel ist. Aha, gut, alles klar. So viel sei gesagt. So, und jetzt kommt das Vieh schon, oder was? Hier ist ein Zaun. Wie sind wir hier reingekommen? Oh ja, das ist ja noch besser. Sehr schön. Alles klar. So. Karte. Karte war F? Nee, E. O, Q. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Kommt denn überhaupt auf diese Idee? Mitten im Nebel hier rumzuäumeln. Muss ich jetzt hier alles durchsuchen oder muss ich auf dem Weg bleiben? Gibt es hier einen Weg? Okay, kommt Gruselmusik? Nee, auch nicht. Hier, das ist doch ein Weg. Naja, mehr oder weniger. Ey, warum kann der die 8 Seiten nicht am Tag suchen? Was sind das überhaupt für Seiten? Muss mal ausmachen? Hallo? Jetzt habe ich mich schon ein bisschen erschrocken. Ein Haus. Ist mir ein bisschen zu aufregend hier. So. Wer wohnt hier? Georg. Oder Schott. Oder beide. Das ist eine WG. Halt doch beim Sprinten das Ding hoch. Ah, das ist also der zweite Raum. So, dann folgen Sie mir bitte in die Küche. Und das Bad zeige ich Ihnen auch noch. Ich hoffe, die Wohnung gefällt Ihnen bis hierhin. Was ist denn da draußen los? Partystimmung. Nicht, wenn wir hier versuchen, Horrormoment, was soll das denn? Ja, da hat der Vormieter wohl nicht richtig aufgeräumt. So liegen die rum, oder? Müssen wir kurz gucken. Türen. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, back to the roots. Ich bin ins Menü gegangen, wie ihr gesehen habt. Und dann, ja, kommt man, so wie mir es Alberto gerade gesagt hat, nicht mehr ins Spiel zurück. Das habe ich auch gemerkt, indem ich Escape gedrückt habe. Und, ja, da
dann aus dem Spiel geflogen bin. Also, back to the start. Ich bin nicht über losgegangen, habe keine 4000 Mark eingezogen. Aber... ja. Fangen also von vorne an. Tja, dann, wir waren vorhin übrigens schon gar nicht so falsch. Also, in der Hitte. Und, ich weiß immer noch nicht, warum man das hier mitten in der Nacht machen muss. Da ist er wieder. Passiert da was oder ist mein Bildschirm so dreckig? Komische Flecken, hallo? Ich glaub's hackt. So, folgen Sie mir bitte. Warum hat das Haus eigentlich keine Fenster? Ich kollabier gleich. So. Oje, oje. Oje. So, ich habe übrigens auch rausgefunden, wie es zur Karte geht. Allerdings, gut, das funktioniert also nicht. Was ist das für ein Haus? Wo ist mein Gewehr? Ich brauche ein Gewehr. Und noch eine Tür. Oh, da hinten ist was. Silos? Oder habe ich noch was? Hey, Ballen. Ich durchsuche erstmal das Haus. So, hier ist der Stuhl. Bin hier vorne dran vorbeigelaufen. So. Boah. Hallo. Was ist denn da draußen los? Ich glaube, es geht los. Gut. Waren wir also mal im Haus. Auch nicht schlecht. Abby meinte, im Haus gibt's was. Ich meine, nö. Das nichts. Oh, kann es vielleicht mal nicht so aufregend sein? Ich dreh durch. Da. Aha.
ist ja geil. Habe ich also immer. Ach du Scheiße, da ist. Oh wie. Ach wie. Was? Das war's? Ah, weak. Das ging flott. Naja, Folks. Jetzt wisst ihr zumindest, wo das eine Blatt ist. Naja, in diesem Sinne, Albi wird sicherlich auch nochmal aufnehmen. Und da werden wir sehen, wer mehr Blätter findet. Haha. Ich sage erstmal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Wow!